Habe ich da verschmiert? Wahrscheinlich, ne? Egal. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist heute endlich schönes Wetter, warm. Ich glaube, bis zu 23 Grad. Ich freue mich mega. Wir werden nachher auf jeden Fall rausgehen. Und was ich jetzt machen wollte, ist, ich wollte mir meine Schuhe raussuchen, denn ich habe nur so Winterschuhe draußen, so Stiefel. Nach dem Umzug ist es alles noch im Schuhschrank, also in so einem Sack. Ich zeige euch das. Also hier ist der Schuhschrank hinter, der zukünftige. Mal eben hier den Kinderwagen wegschieben. Hier sind noch unsere Verblendungen für die Küche. Die wurden einmal falsch geliefert, zu groß, also diese Fußleisten. Und jetzt hier, die ist die richtige Höhe, muss aber noch angebracht werden. Und hier wird unser Schuhschrank irgendwann mal sein, wenn wir fertig sind. Mal Licht anmachen hier. So, und da ist der Sack mit den Schuhen. Und da muss ich mir jetzt mal ein bisschen Sommerschuhe raussuchen oder zumindest die nicht ganz so wintermäßig sind, weil ich glaube, die Flipflops hier, die werden noch zu kalt sein. Oder ich müsste mir mal neue kaufen, keine Ahnung. Ich weiß echt nicht, was ich noch habe an Schuhen. Sowas hier geht doch. So ein Ballerina müsste ich mal sauber machen. Ich habe jetzt die Schuhe hier genommen, die ziehe ich nachher an. Die sind ganz gemütlich, weil ich mache ja dann eine große Runde mit dem Hund und mit der Livia. Und deswegen müssen die Schuhe einigermaßen bequem sein, wenn ich zum Laden laufe. Und dann setzen wir uns draußen hin, dort und versuchen ein bisschen die Sonne zu genießen. Jetzt muss ich aber erstmal was essen. Ich habe hier noch selbstgebackenes Brot. Werde ich mir jetzt was toasten. Ja, die Maus. Hier, ein Graubrot toaste ich mir. Mein Stillkissen zur Seite. So. Möchtest du auch in den Block rein? Da ist die Maus. So, es gibt jetzt Leberwurst mit Maggi auf diesem getoasteten Graubrot. Ja, und du erzählst der Mama eine Geschichte dabei? Ja? Du erzählst mir eine Geschichte dabei? Ja, super. Hast du was Schönes geträumt? Ja? Erzähl mal, was du geträumt hast. Erzähl mal, was du geträumt hast, du Maus. Ja. Ja, von den Titis? Hast du von den Titis geträumt? Ja? Ja. War eigentlich eine ganz, ganz gute Nacht heute Nacht. Oh, so. Hatten schon schlechtere Nächte, ne? Ja. Hehehe. Mach noch mal. Hehe. Hehe. Ja, lachst du die Mama aus? Lachst du die Mama aus? Du Süße. Ja. Du kleine Zuckerschnute. Ja, erzähl mir was. Erzähl mir was. Ja, super. Ich habe tatsächlich meine Kamera zu Hause vergessen und filme jetzt mit Bernds Handy. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie Bild- und Tonqualität so ist, weil das Handy würde ich mir auch gerne zulegen und dann damit viel vloggen. Wir sind jetzt hier im Park spazieren, Murphys alte Heimat, und der frisst gerade die ganze Zeit Gras. Und gerade, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, Bernd. Bernd ist da. Wurde ich fast angefahren. Das war aber meine Schuld. Ich bin zum Laden gelaufen und da war dann halt ein Gehweg mit Fahrradweg. Und da kam mir eine Frau mit anderen Hund entgegen und ich bin so ein bisschen ausgewichen und bin auf dem Fahrradweg leicht gekommen. Ja, und dann hat mich fast ein Fahrradfahrer umgefahren. Ich war so perplex. Das Schlimme war ja, ich hatte die Kleine im Tragetuch, ne? Ich hätte mich umgucken müssen, ist mir klar, aber habe ich halt nicht. Aber es ist ja alles gut gegangen. Nein, habe ich nicht. Bernd hat die Kleine im Fliegergriff. Sieht man jetzt nicht. Die ist ein bisschen am Mäulen, ein bisschen unzufrieden. Ja, Papa schwitzt. Er ist nur im Bohrer, noch Terrasse legen.
Genau. Nein, das tun wir nicht. Warum kann man tun? Nein, wir wollen gleich schön ein Stück Kuchen essen. Ihr seht ja, das Wetter ist herrlich. Das ist bei euch bestimmt heute auch. Und so liege ich hier. Nass geschwitzt überall, Flecken. Egal. So ist die Wahrheit. Mitten im Leben halt. Da ist er. Ja. Ich habe ein bisschen was über die Öhrchen gelegt und so. Kaffee vorbereitet. Nicht so laut, bitte. Denn hier ist gerade jemand eingeschlafen. Sie ist bei Bernd auf dem Arm auch eingeschlafen. Und als wir dann wieder hier am Laden waren, haben wir sie in Maxi-Cosi gelegt. Jetzt gerade nicht, danke. Haben sie in Maxi-Cosi gelegt, aber dann ist sie wach geworden natürlich. Weil wenn man sie ablegt, schläft sie meistens nicht so gut weiter. Und ja, dann habe ich sie jetzt gestillt und dabei ist sie eingeschlafen. Deswegen bleibe ich jetzt so liegen. Und da seht ihr die Schuhe, die ich mir heute Morgen ausgesucht habe. Und Leute, ich weiß jetzt wieder, warum ich sie so ewig nicht anhatte, mal abgesehen davon, dass Winter war. Das sind die ungemütlichsten. Ein Schoko ein. Ja. Das sind die ungemütlichsten Schuhe, die ich jemals hatte, glaube ich. Ich habe jetzt Socken drunter gezogen und trage sie als Latschen. Dementsprechend sehen die Socken auch aus von unten. Und wenn ich zu Hause bin nachher, dann schmeiße ich die einfach weg, weil es doof aussieht mit Socken. Und als Latschen und total ungemütlich ist. Jetzt Murphy ist auch ganz glücklich. Hi, hast du jetzt ausgeschlafen? Erzähl, wie war das? Bei Mama auf dem Arm? Ja? Strahle Prinzessin? Jawohl! Komm hier. Ist hell, ne? Ja. Mausi. Hallo. Bitte? Ja. Ist am Morgen. Die Maus ist am Morgen. Mama ist immer nur zum Spechten da. Spechten und Auslaufen. Sieht so fürchterlich aus auf der Kamera. Ich sehe wahrscheinlich einfach in echt so aus. Dann sieht man meine Falten nicht so. So. Ja, hier guckt das Pad raus, in der Mitte guckt das Taschentuch raus. Und die Oma ist eingeschlafen. Wo ist sie? Und Bernd ist da. Der darf jetzt auch mal chillen. Der ist eigentlich die ganze Zeit am Rennen hier, am Arbeiten. Und Smurfy ist auch platt. Und dann haben wir jetzt vor Langeweile bei Wish geguckt, weil da haben wir Wish Cash. Ne? Aber die haben nur Schrömmel da. Deswegen haben wir nichts bestellt, nichts gefunden. Wir sind wieder zu Hause. Ich bin gerade mit den beiden nach Hause gelaufen, mit Smurfy und Livia. Und wollte jetzt eben das Abendessen vorbereiten. Es gibt heute mal wieder unsere Bratwurst. Jetzt sind mir ein paar runtergefallen. Also, ups, es gibt unsere Bratwurst, die wir immer essen. Die kennt ihr schon. Da mache ich jetzt Kartoffelpüree aus frischen Kartoffeln. Und diesen Coleslaw-Salat, oder wie auch immer man den ausspricht, ich konnte es noch nie aussprechen, den hat Bernd heute Morgen schon gemacht. Weißkohl, Möhren, Mayo, geraspelt und dann so gemischt. Das mache ich jetzt erstmal. Hier war heute von der Stadt jemand, ich glaube vom Jugendamt oder von wo machen die das, dass die so kommen und das Willkommens-Hallo-Sagen des Babys. Kennt ihr das?
Ist das in jeder Stadt so? Hier ist das so. Und in einer anderen Stadt, wovon ich weiß, ist das auch so. Jedenfalls hat die Livia da Geschenke bekommen. Einmal ein Buch. Dann einmal Socken. Ich glaube, ich weiß nicht, sind die selber gestrickt? Die sehen so aus. Da ist die Maus. Und das war alles in so einer Tüte hier. Tada! So ein Handtuch haben wir auch bekommen, also so ein riesiges Duschtuch. Da steht auch dasselbe drauf. Datteln sagt Hallo. Und hier so ein Ordner, wo alles drinsteht, was man machen kann. Und du Maus, du möchtest ein bisschen Unterhaltung haben? Ja? Möchtest du ein bisschen Unterhaltung haben? Ja. Erzähl mal, was hast du heute erlebt im Laden? Wow, war das aufregend? Ja, das war aufregend, ne? Ja, da saßen wir ganz viel draußen, haben den Vögelchen zugehört, die gezwitschert haben, den Himmel angeschaut. Ja, so lange warst du noch nie draußen am Stück, ne? Wow, so schönes Wetter. Ja, das war toll, ne? Heute hat sie ganz wenig geschlafen für ihre Verhältnisse. Also die hat so dreimal eine Stunde, anderthalb geschlafen, aber nur auf mir, also nicht im Tragetuch, sondern so beim Stillen eingeschlafen. Und dann, sobald ich mich bewegt habe, ist sie so nicht wach geworden, aber dann so geschreckt, nicht geschreckt, so wie soll ich das sagen, halt, dann war sie nicht mehr tief am Schlafen, sie hat gar nicht tief geschlafen, nur so geschlafen. Aber immer wach geworden, ne? Leichten Schlaf. Das war aber schon heute zu Hause auch. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht lag es daran, dass wir am Laden waren. Erzähl mal, war das, weil wir am Laden waren? Nein, das war schon zu Hause heute Vormittag, ne? Ja. Ja. Du Maus. Ja. Ja. Jetzt machen wir hier Feierabendprogramm, ne? Ja, die Kartoffeln. Boah, ich sehe aus, ne? Tut mir leid, Leute. Das ist immer... Katastrophe, ja. Aber gute Laune hat sie gehabt, obwohl sie so wenig geschlafen hat für ihre Verhältnisse. Hat sie nicht so geweint oder geschrien oder so, ne? Obwohl jetzt gleich schon 19 Uhr ist. Ja, der Tag ist schon fast gelaufen, ne? Ja, weil normal sagt man ja, dass so nachmittags ab 17 Uhr oder so die Babys ihre Schreistunden haben oder so. Gott sei Dank. Das hat sie gar nicht. Also sie ist zwar dann wach, braucht auch viel Aufmerksamkeit, keine Frage. Aber gute Laune, ne? Aber gute Laune und strahlen, ja? Wie lächeln, ne? Das machst du. Ja. Und erzählen, ne? Erzählen, das machst du auch gerne. Ja. Du Maus. Ja, meine Lieben. Ja, meine Lieben, ich würde den Vlog jetzt hier beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!